So, das ist eine umstrittene Bullshit-Rule hier bei unseren Feiertags-Bullshit-Rules-Special-Vorlesestunde. Halte dich immer an die Gesetze, sagt die Bullshit-Rule Nummer 15. Es gibt nachvollziehbare und sogar wichtige Gründe, manche Gesetze und Rechtsvorschriften nicht so ernst zu nehmen. Nicht wenige rechtliche Regelungen stammen aus einer Zeit, die mit der heutigen gar nichts mehr zu tun haben. Bisher hat es nur niemand für nötig gehalten, sie zu ändern. Auch in Deutschland gibt es heute noch Gesetze und Regelungen, die vom damaligen Reichskanzler Adolf Hitler erlassen wurden. Die Herkunft der Gesetze spielt also durchaus eine Rolle bei der Frage, wie sehr man sie befolgen will. Gewalt gegen Frauen ist in manchen Ländern auf der Welt noch heute gesetzlich erlaubt. Und ebenso gelten in manchen Ländern Kinder als ehefähig, wenn sie als ehefähig mit allen ehelichen Pflichten. Abgesehen von menschenverachtenden Gesetzen gibt es auch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und dergleichen, die nicht nur ulkig klingen, sondern meist auch völlig sinnlos sind. Zum Beispiel, weil sie mit der heutigen Lebensrealität nichts mehr gemein haben. Auch religiöse Gesetze gehören dazu. Die Bibel spricht im 1. Korinther 14,35 davon, dass Frauen in der Gemeinde nicht reden sollen. Und im 3. Buch Mose 19,19 heißt es, man solle keine Kleider tragen, die aus zwei verschiedenen Fäden gewebt sind. Ich schreibe diese Zeilen übrigens an einem Sonntag. Laut dem 2. Buch Mose 35,2 müsste ich für Arbeit am Sabbat mit dem Tode bestraft werden. Laut Paragraph 111 Strafgesetzbuch ist es verboten, öffentlich zu Straftaten aufzurufen. Das hier ist auch in keiner Weise beabsichtigt. Aber man darf und soll den jeweiligen Einzelfall analysieren und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Man muss nicht blind jeder gesetzlichen Regelung folgen, wenn diese Befolgung evident zu mehr Schaden als Nutzen führen würde. Manche Innovationen auf der Welt ist erst durch einen Rechtsbruch zustande gekommen. Oder zumindest war die Auslegung geltenden Rechts strittig. Als Elon Musk seine Tesla-Fabriken zu bauen begann, tat er dies vielerorts ohne endgültige Baugenehmigung. In Deutschland zum Beispiel. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Während des Baus beantragte sein Unternehmen dann die Genehmigungen. Und erhielt sie größtenteils. An manchen Stellen musste nachgebessert werden, anderes musste neu in Angriff genommen werden. Der neuartige Fahrdienst Uber wiederum stieß allerorts auf massiven behördlichen Widerstand und verbote und kämpfte sich trotzdem voran. Nach und nach überarbeitet man jetzt die Gesetze, um der innovativen Branche der Fahrdienste nicht völlig im Wege zu stehen. Manchmal müssen gesetzliche Regelungen sehr weit ausgelegt werden, um Fortschritt erst möglich zu machen. Noch einmal, nehmen Sie das hier Gesagte nicht als Freibrief für Gesetzesübertretungen, aber man sollte in der Befolgung von Gesetzen und Regelungen auch nicht den eigenen Verstand ausschalten. Es gibt ja auch noch viele andere Gesetze, ne, die gebrochen wurden, zum Beispiel die Apartheidsgesetze von Nelson Mandela und so weiter, auch in den USA von Harriet Tubman und so weiter, die dann gegen die Rassengesetze sozusagen ja, sich dagegen gewendet haben und dadurch überhaupt erstmal etwas Vernünftiges zustande gekommen ist. Ne? Ja, das war Bullshit Rule Nummer 15. Halte dich immer an die Gesetze.